Herzlich willkommen bei der goldenen Bild der Frau 2018. Herzlich willkommen vom roten Teppich hier am Hamburger Stage Operettenhaus. Bereits zum 12. Mal feiern wir heute mit über 500 Gästen starke Frauen für ihr soziales Engagement, ihren Mut, ihre Kraft, ihre Energie. Und unter uns, bei dieser Gala, gibt es diesmal eine ganz besondere Premiere, von der bislang niemand was ahnt. Aber mehr wird noch nicht verraten. Also, wir sind bereit. 5 tolle Projekte, 5 tolle Auszeichnungen. Der Abend kann beginnen. Wie kommt das denn, dass du unsere Veranstaltung besuchst? Ja, ich habe gehört, dass hier Frauen wegen ihres gesellschaftlichen Engagements ausgezeichnet werden. Und das interessiert mich schon mal. Super, super, vielen Dank. Das ist eine der schönsten Veranstaltungen, die es in Deutschland gibt. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und die wunderbaren Frauen, die hier ausgezeichnet werden, geehrt werden, kennenlernen zu dürfen. An der goldenen Bild der Frau berührt mich tatsächlich, dass es Heldinnen des Alltags sind, die für einen Abend auf eine Bühne geholt werden. Es ist so, dass meine Mutter natürlich auch Rentnerin war und wenig Rente hatte, und da habe ich gesagt, ich mache vor 15 Jahren, ich mache was für alte Menschen. Ich finde das ganz großartig, dass Sie sich einsetzen für die Kinder in Krankenhäusern, vorbildlich. Depression und Suizid ist leider immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, und ich finde, keiner sollte sich dafür schämen, Depression zu haben. Es ist eine Krankheit wie jede andere auch, und die behandelbar ist. Strong woman for you? I'm a strong woman. To be independent, to, believe in yourself, get out there and do it. Gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und sie ist losgefahren, hat sich das angeguckt und hat gesagt, kann ich nicht was machen, kann ich nicht was ändern? Und dann ist sie geblieben und hat es geändert. Und hoffentlich kommen ganz viele Spenden auch zusammen für dieses wunderbare Projekt, was sie hat, was gewachsen ist und so vielen Menschen, Müttern und Kindern hilft. Weil das natürlich toll ist, je mehr Menschen davon wissen, umso besser. Also umso mehr können Betroffene wir unterstützen, wenn wir die dementsprechend Spenden haben. Und je mehr das Wissen und unsere Idee weitertragen können, umso toller. Das goldene Bild der Frau macht Frauen sichtbar, die einfach großartig sind, die Vorbilder sind für Deutschland. Und es ist wunderbar, heute Abend diese Frauen zu ehren und einfach Danke zu sagen, aber auch Mut zu machen fürs Weitermachen. Ich freue mich natürlich riesig für den Verlag, für die Redaktion, dass die goldene Bild der Frau so eine gesellschaftliche Bedeutung bekommen hat im Laufe der Jahre und eben auch so gut besucht wird, weil umso mehr Menschen hier sind, umso größer die Öffentlichkeit ist, umso mehr können wir eben auch für die Preisträgerinnen tun, die heute Abend ausgezeichnet werden. Gerade in Zeiten, wo man Nachrichten kaum noch einschalten mag, ist, glaube ich, Ihre Botschaft unverzichtbar, nämlich nicht zuzugucken und abzuwarten, sondern aufeinander zu achten, füreinander einzustehen. Das ist die Haltung aller 66 Preisträgerinnen der Goldenen Bild der Frau. 66 sind es inzwischen schon. Und diese Haltung feiern wir hier heute Abend auch. Ich lade mich quasi selber ein, ob ihr wollt oder nicht. Ich mache bei der nächsten Kliniktour auf jeden Fall mit. Meine Damen und Herren, die Goldene Bild der Frau geht an Diana Doko. Ich finde, dass wir so toll betreut werden, wir Nominierten, und das ist echt nicht selbstverständlich. Wir werden echt gut abgeholt. Vielen, vielen Dank an die Redaktion der Bild der Frau und vielen Dank, Hella. Und liebe Lydia, wir wollen dir natürlich auch eine ganz besondere Freude machen. Hier ist Bonnie Tyler. Dieses Jahr ist Nikolaus schon am 7. November. Ihr seid die mich tragen, die mir Kraft geben, die, ja,
mich meine Zweifel ertragen und mir immer wieder Mut zu sprechen. Sie sind das. Sie habe ich die ganze Zeit, ich gucke immer so in Ihre Richtung. Guten Abend. Ja, ja. Welchen Sport machen Sie heute noch oder was begleiten Sie? Also ich mache Drachenboot. Es gibt auch Männer, die sich für Frauen engagieren, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal. Herbert Pirnecke. Wenn dieses Drachenboot auf dem Maschsee in Hannover loslegt, ist eine ganz besondere Gemeinschaft unterwegs. Ein Team, das gegen Brustkrebs kämpft, gegen Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung. Und jetzt musst du noch mal ganz tapfer sein, ja? Denn hier sind sie, deine Pink Dragonistas. Danke. Du bist wirklich der erste Mann jetzt im 12. Jahr, der mit der Goldenen Bild der Frau ausgezeichnet wird. Wer ist die Gewinnerin des Leserpreises 2018? Es ist Tanja Hock. Liebe Tanja! Frau Hock, Sie haben den Leserpreis gewonnen. Was werden Sie mit dem Geld machen? Wir bauen unser Krankenhaus fertig und wir wissen einfach, wir haben den Anfang, um auch das Krankenhaus zu betreiben. Da kommen ja ganz neue Kosten auf uns zu. Und ich weiß, dass jeder Euro dazu beiträgt, dass es einer Frau, einem Kind, einer Mutter besser geht. Möchtet ihr auch was dazu sagen? Seid ihr stolz auf eure Mama? Ganz sehr. Und wir sind auch glücklich, dass unsere Mama es gewonnen hat. So, damit kann sie jetzt noch viel mehr Leuten helfen und damit können die Leute auch gut, besser und gut leben. Zum ersten Mal ist ein Mann ausgezeichnet worden. Wie kam es dazu? An Herbert konnten wir nicht vorbei, wie der Spaß und Gemeinschaft in den Alltag brustkrebskranker Frauen bringt und sie beim Gesundwerden unterstützt. Das hat uns so fasziniert, dass wir zum ersten Mal in 12 Jahren einen Männernamen auf die Goldene Bild der Frau Trophäe graviert haben. Das ist ein ganz tolles Gefühl und ich war natürlich bis jetzt, also es hält sich noch ein bisschen, absolut überrascht und freue mich natürlich. Und Sie haben mit nichts gerechnet? Nein, wie gesagt, ich stehe immer noch unter diesem Eindruck, so auf eine Bühne mit diesen vielen tollen Leuten, die im Zuschauerraum sitzen, die man ja aus Funk und Fernsehen kennt und ich als einfacher Sportler stehe denn hier plötzlich im Rampenlicht, das bin ich nicht in dem Maße gewohnt.